Das nächste Projekt hat sich nämlich mit der Steuerflucht von Internetgiganten beschäftigt und macht mit einem Spiel darauf aufmerksam. Mit dabei waren Hoang, Gerhard, Lennart, Yannick und Valentino. Okay. Also wir haben uns entschieden, da auf ein Problem hinzuweisen, was jetzt nicht jedem direkt in den Sinn kommt. Wir wollten auf die größten Konzerne, die wir bestimmt fast schon vielleicht täglich benutzen, darauf hinweisen, wie sie Steuertricksen und was und wie viel, vor allem im Milliardenbereich teilweise. Und dazu haben wir ein kleines Spiel, erstmal um es ein bisschen zu vereinfachen. Da haben wir die meiste Arbeit reingesteckt. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Infoseite, wo wir es noch genauer erklären und dann mit Quellen. Ja, also ich hoffe, es gefällt euch. Um euch jetzt nicht mit technischen Details über die Umsetzung zu nerven, wollen wir jetzt gleich in die Live-Demonstration springen. Ich glaube, das wird auch ein bisschen mehr Spaß für die Zuschauer hier sein. So, du bist der Vorleser und ich klicke dann weiter, ne? Du wachst auf, du bist die Europäische Union. Deine Pflicht ist es, die Steuergerechtigkeit wiederherzustellen. Das bedeutet, Amazon und Co. zum Zahlen ihrer Steuern zu zwingen. Du wachst auf in Brüssel und verlässt das Parlament. Draußen entdeckst du ein Paket. Du untersuchst es. Ein wildes Amazon erscheint. Los, Eumon! Wir kämpfen. Wir setzen die Attacke Strafzahlung ein. Der Angriff war nicht effektiv, da Amazon zu viel Geld hat. Amazon bewirft Eumon mit Paketbomben. Eumon schickt es zurück und weicht so den Bomben aus. Nun greifen wir mit Mindestlohn an. Der Angriff war sehr effektiv. Amazon geht in die Insolvenz. Autsch, dir ist ein Apfel auf den Kopf gefallen. Ein wildes Apple erscheint. Los, Eumon. Wir greifen mit Gesetzen an. Der Angriff war nicht effektiv. Apple bewirft Eumon mit Käsereiben. Der Angriff war sehr effektiv. Eumon ist kampfunfähig. Es scheint alles verloren. Doch halt, Tangela Merkel kommt zu Hilfe. Los, Tangela Merkel. Okay, ich glaube, wir sollten hier an diesem Punkt abbrechen. Wir wollen ja auch nicht alles verraten. Dieses gesamte Spiel könnt ihr auch auf Jugendhelp-Website auch noch finden, falls ihr weiter interessiert seid, wie diese spannende Geschichte noch zu Ende gehen wird. Spoiler, es wird kein gutes Ende sein. Und ja, gut, jetzt haben wir uns angeschaut. Also, jetzt würde ich noch einmal kurz was dazu erklären. Wir hatten uns gedacht, was wollten wir erreichen? Wir wollten mit diesem albern aussehenden Spiel zugegeben auf dieses ernste Thema der Steuerhinterziehung und dem allgemeinen Erstarken der digitalen Konzerne lenken. Und ja, ist es in Ordnung, dass milliardenschwere Unternehmen wie Amazon Steuerzahlungen vermeiden? Ist es in Ordnung, dass sie sich ihrer sozialen Verantwortung entziehen? Ich erwarte jetzt nicht, dass jetzt in den Köpfen der Zuschauer jetzt eine klare Antwort drin ist, aber wir wollten mit diesem Spiel ein wenig zum Diskurs anregen. Ja, und das wär's. Und ich würde sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten ein paar Lacher heute. Kannst du den anderen Laptop anmachen? Ja, auch hier ein schöner Beitrag, um diese doch abstrakten Berichterstattungen, wie sie in unseren Tagesmedien sind, doch auf spielerische Art und Weise einem jeden und der uns näher zu bringen. Und das mit doch diesem sehr schön geglückten Spiel. Ich bin gespannt, was es dann mit der Veröffentlichung auf sich hat. Du hast ja erstmal nur gespoilert, wie ich gerade gehört habe. Aber jetzt so unter uns nach der Präsentation, gibt es noch einen Spoiler? Was erwartet uns noch? Also es noch andere, ja. Genau, weil ihr habt jetzt Amazon genommen. Später kommt Google und benutzt Attacken, die nicht sehr erfreut sind, aber mehr verraten wir jetzt, glaube ich, nicht, denn wir wollen ja auch. Ich habe auch gehört, es geht um einen blauhaarigen Zerstörer oder so, habe ich nur so. Oh mein Gott, hat er 4 Buchstaben? Naja, schauen wir mal. Aber ich habe schon gesehen, Artikel 13 ist auf jeden Fall auch bei euch schon genannt worden. Also es ist jetzt nicht nur die Steuerhinterziehung, ist, glaube ich, auch mit eurem Spiel kann man auch ganz viele andere Aspekte aufgreifen, sei es Nachhaltigkeit, wie werden Produkte hergestellt und wer ist da gut, wer ist da schlecht, wer beutet Leute aus und wer nicht. Also eine großartige Kiste, was, glaube ich, sehr viel Potenzial hat, um doch spielerisch, ich glaube, nicht nur den Jüngeren, sondern auch den Älteren diese Thematik der Gerechtigkeit näher zu bringen. Herzlichen Dank dafür.